Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, sehr geehrte Kolleginnen. Ich bin immer noch schockiert darüber, mit welcher Brutalität palästinensische Terroristen vor ungefähr einer Woche Israel angegriffen haben. Wir Grüne verurteilen den fürchterlichen Terror der Hamas. Unsere Solidarität gehört dem Staat Israel und allen Menschen, die unter der Terrororganisation Hamas leiden. Und vor diesem Hintergrund werde ich heute keine gewöhnliche Haushaltsrede halten. Jedes Jahr wiederholen sich hier viele Rituale und es bleibt natürlich auch wichtig, für ein starkes Budget zu kämpfen. Ich möchte darüber sprechen, dass in Israel Krieg herrscht und dass auch bei uns unsere jüdischen FreundInnen immer wieder Angst davor haben müssen, Opfer von antisemitischer Gewalt zu werden. Es ist unerträglich, wenn Menschen auch auf deutschen Straßen beispielsweise den brutalen Terror der Hamas feiern. Und es läuft mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich lese, dass inzwischen an deutsche Häuserwände wieder Davidsterne geschmiert werden. Das Existenzrecht Israels und ihr Recht auf Verteidigung ist nicht verhandelbar. Und die EU muss alles dafür tun, Antisemitismus zu stoppen. Aus unserer historischen, aber auch unserer politischen Verantwortung heraus. Und genau da kommt dann auch wieder der Haushalt ins Spiel. Denn wir müssen darauf pochen, dass Gelder nicht nur einfach nicht an die Hamas gezahlt werden, sondern dass wir auch weitere Mittel im Rahmen des Jahreshaushalts überprüfen und ganz genau schauen, wo Finanzströme eigentlich in diesen Jahren und Monaten in Israel und in den palästinensischen Gebieten hingehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dazu einen gemeinsamen Antrag morgen auf den Weg gebracht haben. Wir sollten hier keine politischen Schnellschüsse machen, wir sollten keinen Aktionismus betreiben, wir sollten gemeinsam genau überlegen, wie wir mit diesem Thema weiter umgehen. Vielen Dank.